So, hallo, heute reden wir über Potenzen mit Bruchzahlen in den Hochzahlen. Also es ist jetzt alles ein bisschen komplizierter heute und ich hoffe, ich verliere dich nicht auf dem Weg. Ich will dir aber trotzdem die Lektion kurz vorstellen und zeigen. Und ich denke, mein Appell an dich wäre an dieser Stelle auf jeden Fall nicht verzagen. Es gibt später noch Tutorials dazu, die das ein bisschen besser erklären. Aber wir müssen irgendwie mal reinsteigen in das Thema und das machen wir jetzt einfach mit ein paar Beispielen. Also, wir haben gesagt, Potenzen oder Hochzahlen wollen wir heute Potenzen mit Brüchen in der Hochzahlen rechnen. Also, wie schaut es aus? Das ist zum Beispiel 4 hoch 1/2. So, und auch hier wieder unbedingt dem Drang widerstehen, das zu multiplizieren oder vielleicht zu addieren, sondern es ist tatsächlich, hier ist wirklich eine Hochzahl. Also 4 hoch 1/2. Was ist das? Und du kannst es dir eigentlich so vorstellen, als ob das genau das Gegenteil ist von, oder die Umdrehung, Umkehrung von 4 hoch 2. Und 4 hoch 2 wäre ja 4 mal 4. Und hier musst du dir jetzt überlegen, welche Zahl zweimal mit sich selbst multipliziert gibt 4. Also was mal was ist 4? Ich kann das übrigens auch anders schreiben. 4 hoch 1/2 ist auch das gleiche wie die Wurzel aus 4. Ich denke, die Wurzel hatten wir auch noch nicht, aber du hast davon bestimmt schon mal gehört. Also hier kann man sich wirklich die Frage stellen, was mal was ist 4? Und ja, und das ist natürlich 2. Also 2 mal 2 ist 4. Streng genommen ist sowohl plus 2 mal plus 2 als auch minus 2 mal minus 2 4. Das lassen wir aber im Moment jetzt nochmal sein, um dich nicht vollends zu verwirren. Wir machen jetzt noch ein paar Beispiele und ich hoffe, damit wird es dann bald alles viel deutlicher und viel klarer. Also 9 hoch 1/2. Auch hier hätten wir schreiben können, Wurzel aus 9. Und die Frage, die wir uns dazu stellen, ist, was mal was ist 9? Ja, und 3 mal 3 ist 9. Das heißt, Wurzel aus 9 ist 3. Ja, so, dann, was haben wir noch? Nehmen wir mal 16 hoch 1/2. Das ist auch die Wurzel aus 16 oder was mal was ist 16? Ja, und 4 mal 4 ist 16. Also 4. 16 hoch 1/2 ist 4. So, was nehmen wir noch? 25. 25 hoch 1/2. Was ist das? Ja, 5 mal 5 ist 25. Also 25 hoch 1/2 ist 5. Okay, und das gibt es natürlich jetzt auch mit anderen Brüchen in den Hochzahlen. Wir machen richtig Speed heute in der Lektion. Also nehmen wir mal 8 ein Drittel. So, und wir haben uns bei 1/2 in der Hochzahl die Frage gestellt, was mal was, also was mit sich selbst multipliziert, also insgesamt zweimal, ergibt diese Zahl, diese Grundzahl hier. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was mit sich selbst dreimal mit sich selbst multipliziert, ergibt diese Grundzahl. Ja, und wenn ich rechne 2 mal 2 mal 2 gibt 8, ne? 2 mal 2 ist 4 mal 2 ist 8. Das heißt, 2 dreimal mit sich selbst multipliziert ergibt 8. So, und dann ist unser Ergebnis hier für 8 ein Drittel ist 2. Übrigens kann ich hier auch schreiben, die dritte Wurzel oder die Kubikwurzel aus 8. Das kommt aber auch alles nochmal später und ich hoffe, ich verwirre dich nicht zu sehr an dieser Stelle. Wir machen einfach nochmal ein paar Beispiele. 27 hoch ein Drittel. Auch hier wieder, welche Zahl dreimal mit sich selbst multipliziert, also dreimal ergibt 27 und das ist 3. Ja, 3 mal 3 ist 9, mal 3 ist 27. So, noch ein Beispiel. 64 hoch ein Drittel. Also welche Zahl mit dreimal mit sich selbst multipliziert, ergibt 64.
Ja, und das ist 4, ne? 4 mal 4 ist 16, mal 4 ist 64. Also du merkst schon, ich habe hier ganz spezielle Zahlen immer nur benutzt und genommen. Ich habe 8, 27 und 64. Das sind natürlich jeweils die Zahlen, die glatten Ergebnisse, wenn ich 2 hoch 3 rechne, 3 hoch 3 rechne, 4 hoch 3 und so weiter. Man kann natürlich auch andere Zahlen nehmen, dann kommen aber keine glatten Ergebnisse raus und das wäre dann noch verwirrender und das lassen wir an der Stelle zuerst mal sein. Trotzdem will ich noch ein paar Aufgaben mit dir rechnen. Es gibt da noch ein paar interessante Übungen zu rechnen. Machen wir mal weiter, relativ einfach mit 9 hoch 1/2. Auch hier wieder, was ist zweimal mit sich selbst multipliziert? 9. Ja, und das ist 3. Ja? 3 mal 3 ist 9. So, und jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert. Also jetzt nehmen wir mal die 9 hoch 3/2. Bis jetzt waren die Brüche immer in der Hochzahl 1/2 oder 1/3. Und jetzt haben wir 3/2. So, was können wir da machen? Also so eine Hochzahl kann man übrigens auch zerlegen. Auch dazu gibt es, wie gesagt, in einem Video später mehr, welche Regeln man da anwenden kann und so weiter. Ich will jetzt aber trotzdem schon mal vorab dir zeigen. Ich kann die nämlich aufspalten in 9 hoch 1/2 und dann kann ich noch alles mal hoch 3 nehmen. Du wirst nämlich später lernen, dass man Hochzahlen einfach miteinander multiplizieren kann und entsprechend auch so zerlegen kann. Jetzt habe ich die 3 da einfach rausgenommen. Und es geht, und jetzt wissen wir ja schon, aha, 9 hoch 1/2, das haben wir schon mal gerechnet. Das ist 3, ja. So. Das heißt, das ist 3. Oh, jetzt wollte ich eigentlich mit Orange weitermachen. Dann nehme ich mir auch nochmal Orange. So, also 9 hoch 1/2 ist 3. Ja, dann steht noch die hoch 3 übrig. Schreiben wir nochmal hin und jetzt rechnen wir fertig. Das ist eine Aufgabe, die haben wir schon in den anderen Lektionen gerechnet. 3 hoch 3, ja, das wissen wir ja schon, ist 3 mal 3 mal 3 und das ist 27. Gut, also wie gesagt, das mag jetzt vielleicht ein bisschen viel und ein bisschen verwirrend sein, aber wir machen einfach noch ein paar Beispiele weiter. Vielleicht macht es ja jetzt schon Klick und die Regeln dazu gibt es auf jeden Fall noch später in den nächsten Videos. Okay, machen wir trotzdem weiter. 16 ein Viertel. So, und wir haben uns bei 1/2 und bei 1/3 in der Hochzahl die Frage gestellt, was ist zweimal beziehungsweise dreimal mit sich selbst multipliziert, diese Grundzahl. Und jetzt stellen wir uns einfach die Frage, was ist viermal mit sich selbst multipliziert, diese Grundzahl. Ja, und das können wir mal ausprobieren. 1 mal 1 mal 1 mal 1 ist es nicht, weil das ist 1. 2 mal 2 mal 2 mal 2 könnte es sein. 2 mal 2 ist 4 mal 2 ist 8 mal 2 ist 16. Bingo. Also ist es 2. Okay, also wie gesagt, 2 mal 2 mal 2 mal 2 ist 16. Nur so als Gedankenstütze. Okay. So, und dazu rechnen wir jetzt auch nochmal eine etwas schwierigere Aufgabe, nämlich 16 hoch 2 Viertel. So, auch hier kann ich wieder die Hochzahl zerlegen. Wie gesagt, das gibt es in der Regel alles später nochmal. In 16 hoch 1 Viertel und das Ganze hoch 2. So, und was 16 hoch 1 Viertel ist, das haben wir gerade eben schon gerechnet, das ist 2 und bleibt noch 1 hoch 2 übrig. Also 2 hoch 2 ist das gleiche wie 2 mal 2 und das ist 4. Gut. Okay, übrigens, wenn du dich noch zurückerinnerst, als wir über das Kürzen von Brüchen geredet haben, das kannst du natürlich auch innerhalb von Hochzahlen anwenden. Also dieser Bruch 2 Viertel, den kann man kürzen, ne? Und dieser Bruch, ich schreibe es mal hier hin, ist, anstatt 2 Viertel kannst du auch 1/2 schreiben. 1/2. So, und 16 hoch 1/2 wissen wir ja, ist
Ja, was ist das? Welche Zahl mit sich selbst multipliziert ist 16? 4, ne? 4 mal 4 ist 16. Genau, also 4. Schauen Sie, es ist auch das gleiche Ergebnis. Sehr schön. Okay, machen wir noch ein paar Übungen. So, und wir nehmen jetzt 16 hoch minus 1/2. So, was ist das? 16 hoch minus 1/2. Also, erinnere dich zurück an das letzte Video, negative Hochzahlen. Das erste, was du bei negative Hochzahlen bitte machen solltest, ist einfach zuerst den Kehrwert der Grundzahl rechnen. Also 16, der Kehrwert von 16 ist 1 Sechzehntel. Und danach kannst du die Hochzahl positiv hinschreiben, also hoch 1/2. So, und jetzt können wir das auch anders hinschreiben. Wir müssen, um die Klammer aufzulösen, können wir auch den Zähler hoch 1/2 und den Nenner 16 hoch 1/2 rechnen. So, und 1 hoch 1/2 ist 1, ne? Was mal was multipliziert ist 1 und das ist natürlich 1. Und 1/2, 16 hoch 1/2 haben wir vorhin schon gerade gerechnet, das ist 4. Kommt also hier ein Viertel raus. So, machen wir weiter. Bleiben wir nochmal ein paar etwas anspruchsvolleren Aufgaben. 8 hoch 27, Entschuldigung, 8 durch 27 hoch minus ein Drittel. So, hier wieder zuerst negative Hochzahl, sofort erst Kehrwert rechnen. Also 27 durch 8. So, das Ganze jetzt hoch ein Drittel. Jetzt haben wir das negative Vorzeichen in der Hochzahl schon mal entfernt. Das ist schon mal gut. So, jetzt lösen wir noch die Klammer auf und ziehen die Hochzahl jeweils in den Zähler und den Nenner rein. Das können wir auch machen. Das gibt es auch alles später noch in den Regeln für das Rechnen mit Hochzahlen. So, also 27 ein Drittel hoch ein Drittel, Entschuldigung, durch 8 hoch ein Drittel. So, und das ist übrigens auch eine Aufgabe, die haben wir jeweils individuell schon vorgerechnet. 27 hoch ein Drittel ist, weißt du noch, genau, 3, weil andersrum 3 mal 3 mal 3 ist 27, genau. Und 8 hoch ein Drittel ist 2, also andersrum gerechnet, 2 mal 2 mal 2 ist 8. Gut, machen wir weiter. Mit noch ein paar Aufgaben. Minus 8 hoch minus ein Drittel. Auch hier wieder negative Hochzahl, also Kehrwert. Minus ein Achtel ist der Kehrwert von minus 8. So hoch ein Drittel. Und jetzt ziehen wir auch hier wieder die Hochzahl jeweils in den Zähler und den Nenner rein. Bei 1 wissen wir, 1 hoch irgendwas ist immer 1. Also bleibt hier schon mal die 1 übrig und 8, Entschuldigung, minus 8, das Minus bleibt ja noch hier, hoch ein Drittel, ein Drittel. Ja, was ist das? Das steht auch hier. 1 hoch, das ist jetzt aber Minus, ne? Also minus 2. Okay, und das ist das Gleiche, das können wir auch so hinschreiben. Das Vorzeichen raus ist minus 1/2. Gut, du siehst schon, es wird jetzt ein bisschen schwierig, aber bitte bleib bei mir. Das wird sich alles noch ein bisschen besser aufklären, wenn wir über die Regeln der Hochzahlen reden und wenn wir noch ein paar mehr Übungen in den nächsten Lektionen dazu machen. Aber vielleicht hat es jetzt auch schon Klick gemacht. Trotzdem noch eine Aufgabe zum Schluss. 9 Viertel hoch minus 3 Halbe. Das ist jetzt die Krönung. Schauen wir mal, wie die Aufgabe läuft. Also zuerst negatives Hochzeichen, Kehrwert der Grundzahl. Also 9 Viertel werden im Kehrwert 4 Neuntel. Und das Ganze ist dann hoch der positiven Hochzahl hoch 3 Halbe. So, jetzt müssen wir uns irgendwie den Bruch in der Hochzahl annehmen. Was machen wir da? Den zerlegen wir ein bisschen. Und da können wir auch schreiben 4 Neuntel hoch 1/2.
So, ich schreibe den Bruch mal so ein bisschen schräg, das darf man auch machen. Und das Ganze kann ich jetzt nochmal einklammern. Und den ganzen Ausdruck kann ich jetzt nochmal hoch 3 nehmen, damit mir der komplette Hochzahlwert auch hier erhalten bleibt. So, und was ist jetzt, ja, ich könnte es jetzt hinschreiben, das können wir aber, glaube ich, in einem Schritt direkt machen. Also, wir können jetzt die Hochzahl 1,5 jeweils in den zählenden Nenner reinziehen, also 4 hoch 1,5 ist 2. Ja, also, oft ist es in der Mathematik sowieso so, dass wenn du die Aufgabe in Einzelteile zerlegst, die einzelnen Teile dann oft wieder ganz einfach sind. So wie 4 hoch 1,5 ist 2 ist einfach, 9 hoch 1,5 ist 3 ist auch einfach. So, und unsere hoch 3 bleibt ja noch übrig. Die schreibe ich nochmal hin. So, und jetzt können wir ganz einfach hier rechnen. 2 hoch 3 ist 8. Ja, 2 mal 2 mal 2. Und 3 hoch 3 ist 27. Gut, ich hoffe, du hast es trotzdem einigermaßen, bist einigermaßen am Ball geblieben und es hat dir trotzdem Spaß gemacht. Wie gesagt, das war ein bisschen anspruchsvoller heute und es ging auch ein bisschen schnell noch mit Wurzel und da sind ein paar Sachen vorgestellt worden, die noch ganz neu waren und auch nicht wirklich gut erklärt wurden. Nichtsdestotrotz, wir wollten schon mal ins kalte Wasser springen und wie gesagt, in den nächsten Videos gibt es dazu noch reichlich Aufklärung und die Regeln entsprechend dazu. Ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß. Bis dann. Tschüss.